Am heutigen Montag geht es wieder ruhig zu an der Wall Street. Dünne Umsätze, nachdem am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten für Euphorie gesorgt hatten, weil sie nicht schwach genug waren, um diese Reopening-Boom-Story zu konterkarieren und nicht stark genug, um die Märkte glauben zu lassen, dass die Fed auf die Bremse treten würde. Heute, wie gesagt, ist so ein bisschen Lull und Lall, wie der Frühlings-Frühsommerhandel. Da tut sich nicht wahnsinnig viel, die Umsätze sind gering und wenn die Umsätze gering sind, dann haben die Leute Bock auf Zocken und das passiert heute wieder mit AMC, GameStop, COS, all diese Meme-Aktien, die werden heute wieder nach oben geprügelt, aber Bitcoin heute auch ein Thema, Donald Trump ist wieder da ein Stück weit und es geht um Steuern, diese Unternehmenssteuern, die G20 hatten sich ja geeinigt, die Unternehmenssteuern global auf 15% anheben zu wollen, da will ich mal einen Blick auf die Dimensionen werfen. Was bedeutet das eigentlich, wenn es denn käme? Noch ist das ein langer Weg, aber wenn es denn käme, wie ist das einzuordnen? Was ist davon zu halten? Aber starten wir erstmal mit dem Kryptomarkt. Hier hatte ja Elon Musk immer wieder interagiert mit Tweets, die Bitcoin vor allem unter Druck gebracht hatten. Dann dieses Video von Anonymous, dieser Hackergruppe, die ziemlich Klartext gesprochen hatten in Sachen Elon Musk. Das hat so ein bisschen die Stimmung wiedergegeben, die teilweise in vielen Foren zu lesen ist gegenüber Elon Musk. Da werden mal so die ganzen Widersprüchlichkeiten dieses Elektrofahrzeug-Messias ein bisschen benannt. Da wird man vielleicht Gegenmaßnahmen ergreifen gegen Elon, wer weiß es schon, vielleicht ein Hackerangriff, keine Ahnung. Jedenfalls heute die Aktie von Tesla auch unter Druck, weil jetzt offiziell eben die Zahlen rausgekommen sind in Sachen Verkäufe von Teslas in China und die waren ziemlich stark rückläufig. Sie wissen, dass hier ja Tesla Gegenwind hat in China, im Reich der Mitte gab es durchaus eine konzertierte Aktion der Regierung, die hier die Missfallenskundgebungen der Chinesen nach oben gepusht hat, seit dieser Automesse in Shanghai. Jedenfalls sehen wir, dass auch in China die Bäume für Tesla nicht mehr in den Himmel wachsen. Ja, Elon Musk ist aber nicht der Einzige, der sich um Bitcoin kümmert, sondern da ist auch eine Firma MicroStrategy. Das sind ja ausgemachte Bitcoin-Fans offenkundig. Und Bitcoin hat einen kleinen Aufwärtstrend heute etablieren können, kurzzeitig, nachdem das Unternehmen MicroStrategy gesagt hat, okay, wir platzieren jetzt nochmal eine Anleihe im Wert von 400 Millionen Dollar und davon wollen wir Bitcoins kaufen. Da werden also praktisch Schulden aufgenommen, um dann Bitcoin zu kaufen. Das kann gut gehen, das kann aber wahrscheinlich auch schief gehen. Das hat so ein bisschen diese Geschichten oder diesen Touch von wir nehmen Kredit auf und spekulieren auf Kredit, weil ja Bitcoin steigen muss. Davon ist der Chef von MicroStrategy auf jeden Fall überzeugt. Also das sind schon so Auswüchse wie am neuen Markt. Man nimmt Kredit auf, weil man sich ganz sicher ist, dass das, was man da am Markt macht, unbedingt funktionieren wird. Aber dann kam Sid Donald, der ist wieder da und hat sich geäußert in einem Interview bei Fox. Bitcoin just seems like a scam, also sieht aus wie ein Betrug, ich mag es nicht. Ich möchte, dass der Dollar die Währung der Welt sein wird oder es bleiben kann. Also hier die alten Töne America first, Dollar first von Sid Donald. Was haben wir ihn vermisst? Wie lange haben wir schon nicht mehr über ihn berichten können? Ach, da fehlt uns lange der intellektuelle Tiefgang, der mit seinen Aussagen ja verbunden war. Jetzt haben wir wieder wunderbare Sachen von Sid Donald, das hat den Bitcoin-Preis durchaus negativ beeinflusst heute. Da gab es einen Rücksetzer von um und bei 1000 Dollar, als diese Aussage gekommen ist. Aber das andere Thema heute an den Märkten ist wieder mal AMC und wir sehen die Aktie heute mit Abstand wieder die umsatzstärkste an der Wall Street mit fast doppeltem Volumen wie Tesla. Das wäre jetzt dann der 7. Tag in Folge, an dem AMC das größte Handelsvolumen hat. Das ist erstaunlich. Wie gesagt, das gab es noch nie, dass ein solcher Nebenwert, ein solcher unbedeutender Wert, einen solchen Hype auslöst. Natürlich durch Wall Street Bets und Konsorten, aber das ist schon außergewöhnlich. Das ist eigentlich kaum zu fassen, wenn man sich mal anschaut, dass damals bei GameStop im Januar, an einem einzigen Tag war GameStop die meistgehandelte Aktie an der Wall Street. Jetzt 7 Tage hintereinander AMC. Mal sehen, was da noch alles so passiert. Short Squeeze oder was auch immer, Gamma Squeeze. Es ist immer das gleiche Thema, aber es sind auch andere Aktien aus diesem Sektor. COS,
GameStop selber wieder deutlich gestiegen. Also es ist sozusagen, wenn Langeweile herrscht, wenn wenig Umsatz herrscht, dann ist der Zockerbereich wieder besonders gefragt. Und das hat Auswirkungen auch auf die Indizes, etwa auf den Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, der in den USA aber sehr, sehr stark beachtet wird. Alleine der Anstieg von AMC hat 70% des Anstieges des iShares Russell 2000 ETFs ermöglicht. Also da wird wirklich ein Index bewegt, ein breit aufgestellter Index, 2000 Werte, aber marktschwerst oder die stärkste Marktkapitalisierung in dem Index hat jetzt AMC vor GameStop. Also hier zwei absolute Qualitätsaktien und das hat eben Folgen dann für diese ganze ETF-Industrie. Das ist schon wirklich erstaunlich, was da so abläuft. Und jetzt will die SEC, die Börsenaufsicht in den USA, mal sich das Ganze anschauen. Man beobachtet das sehr genau, heißt es seitens der SEC. Und hier unten sehen wir, dass hier die fähigsten Kräfte offenkundig abgestellt wurden, um das mal zu beobachten. Also da können wir sicher sein, dass da sehr, sehr fundiertes und solides rauskommt aus dieser Beobachtung. Es ist letztendlich eine Zockerei, die wahrscheinlich ein böses Ende nimmt, bevor wahrscheinlich dann viele wieder Geld verlieren. Inzwischen durchaus möglich, dass die Aktien weiter steigen, aber wer dann zu spät einsteigt, bevor die ganze Geschichte nach unten geht, der hat eben Pech gehabt. Aber das große Thema an den Märkten ist, oder das übergeordnet große Thema ist Inflation nach wie vor. Goldman Sachs eben sagt, ja, die Frage ist, was passiert jetzt mit dieser Debatte Overheating, ja oder nein, also wird die Wirtschaft in den USA überhitzen? Wir glauben nicht, so sagt der Goldman Sachs, aber wenn jetzt das doch so sein sollte, dann könnten wir richtig Probleme bekommen. Es gibt einige Argumente, die dafür sprechen. Wir haben einen starken Anstieg der Mieten in den USA, wir haben nach wie vor sehr hohe Rohstoffpreise, nicht Immobilienpreise, die sind auch hoch, aber Rohstoffpreise sind sehr stark gestiegen. Jetzt ist die Frage, was machen die Löhne? Werden die richtig stark steigen? Roger Bootle, der einst ein Buch geschrieben hat, das zeigen sollte, dass Inflation kein Thema mehr wird an den Märkten in der Welt insgesamt, hat jetzt seine Meinung geändert und sagt doch, die Inflation kommt wieder. Und einer der entscheidenden Punkte ist eben die Entwicklung der Löhne. Und hier sehen wir mal frische Zahlen zu den Löhnen aus dem Dienstleistungssektor in den USA, also Leisure, Hospitality, Gastgewerbe, Gaststätten etc. Hier sehen wir, wie stark die Löhne hier gestiegen sind seit einiger Zeit. Das ist einer der großen Inflationstreiber, wenn dieses Puzzleteil noch dazu kommt, nach eben steigenden Mieten, die einen großen Teil ausmachen bei der Kerninflation, etwa 40%. Und dann eben den Rohstoffpreisen, dann könnte das schon ein Thema werden. Das wird die große Zahl dieser Woche. Eben die Verbraucherpreise aus den USA am Donnerstag. Und wir haben dann jetzt wieder kritische Äußerungen von Bill Dudley, ehemaliger Chef der New York Fed, der gesagt hat, ja, also so wie die Fed das Thema managt, nämlich das Thema Inflation, da könnte es passieren, dass wir sehr, sehr viel Volatilität bekommen werden und sogar eine Rezession riskieren, weil die Fed eben zu spät reagiert und dann zu stark auf die Bremse treten muss, so Bill Dudley in einem Artikel in Bloomberg. Also da werden jetzt die Stimmen vor allem von ehemaligen Notenbankern immer lauter. Druckenmiller, wie sie alle heißen, haben ja davor gewarnt. Jetzt ist es so, dass Notenbanker, die nicht mehr im Amt sind, ja gerne auch mal die Wahrheit sprechen. Greenspan hat ja manches gesagt nach seiner Amtszeit, was sehr, sehr vernünftig war, während er während seiner Amtszeit teilweise eben wahrscheinlich aus politischen Erwägungen, aus markttechnischen Erwägungen immer das gesagt hat, was sozusagen am wenigsten wehtut. Und wenn wir uns jetzt mal eben bei den Notenbanken bleibend anschauen, was eigentlich mit den Bilanzsummen der Notenbanken passiert ist. Die sind im Mai wieder mal gestiegen, also diese großen Notenbanken, Bank of England, Bank of Japan, EZB, Fed und so weiter. Dann sehen wir, dass die im Mai, wie gesagt, wieder gestiegen ist und seit Februar 2020 mehr als 10 Billionen Dollar zugelegt hat. Wir merken uns mal diese Zahl 10 Billionen Dollar, denn wir sehen jetzt ja diese Diskussion um die Anhebung der Unternehmenssteuer, ein ja an sich sehr sinnvoller Vorgang, denn wenn wir hier mal angucken, wie eigentlich die Unternehmensbesteuerung global aussieht durchschnittlich, dann kommen wir
Anfang der 80er Jahre waren wir bei 40%, jetzt sind wir unter 20%. Die großen Tech-Konzerne zahlen teilweise 5, 6 oder gar keine Steuern, Prozent. Dementsprechend wäre das natürlich etwas, was durchaus angemessen wäre. Warum soll Amazon in Deutschland keine Steuern bezahlen, sondern das in ein Billigsteuerland wie Irland alles abschieben können? Dem soll ein Riegel vorgeschoben werden. Das wird dauern, bis das überhaupt kommt. Da müssen noch viele Hürden genommen werden, aber es könnte schon kommen. Das wird natürlich schon ein bisschen auf der Profitabilität der Tech-Werte lasten, wenn es denn käme. Und das würde vorher dann schon eingepreist, wenn es dann so kommt. Wahrscheinlich wird es kommen, aber es wird eben dauern wahrscheinlich. Hier sehen wir also einen klaren Trend, dass die Unternehmenssteuern zuletzt in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken sind. Und wenn man sich mal den Anteil zum Beispiel der Steuereinnahmen in den USA anschaut zwischen Privatpersonen und Unternehmenssteuern, dann sehen wir, dass die Unternehmenssteuern immer weniger geworden sind, die Steuern von Privatpersonen dagegen nach oben gegangen sind. Also da ist eine Umverteilungsdiskussion derzeit im Gange. Was würde das aber bringen, etwa für Deutschland? Hier hat mein allerbester Freund Marcel Fratscher gesagt, also hier globale Mindeststeuer von 15% dürften dem Staat direkt 5,7 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen bringen. Bei 25% Unternehmenssteuer wären es 29,1 Milliarden. Das wäre allerdings eine Steigerung der Einnahmen durch Unternehmenssteuer von 41%. Also der Marcello, der hat hier mal genau nachgerechnet. Aber jetzt sehen wir mal 5,7 Milliarden Euro. Und wir hatten vorhin die Zahl 10 Billionen alleine in gut einem Jahr an Zunahme der Bilanzen der Notenbanken. Das handelt sich also faktisch um Peanuts. Und das sehen wir hier auch mal in dieser Grafik für die gesamte EU. Wären das Mehreinnahmen pro Jahr allerdings von 48,3 Milliarden Euro. Wenn diese Unternehmenssteuer bei 15% läge, würde sie bei 30% liegen. Dann wären es immerhin schon 269 Milliarden Euro, aber 30%, das wird man nicht durchkriegen. Wenn überhaupt, kriegt man die 15% durch. Aber das, wie gesagt, sind angesichts dieser Dimension, die letztendlich an Geld erzeugt wird durch die Notenbanken, Peanuts, absolute Peanuts. Das zeigt, wie vernachlässigenswert im Grunde, was die Staatseinnahmenseite betrifft, hier diese Steuern eigentlich wirklich sind. Also, wir haben jetzt die Situation, wenig Bewegung an der Wall Street, der Russell 2000 aufgrund von AMC, GameStop etc. der einzige Index, der nach oben schießt, der DAX hat sich schlafen gelegt, 0,1% schwächer gehandelt, obwohl er heute schon über der 15.700er Marke war. Tech heute ein Ticken schwächer, aber ansonsten tut sich relativ wenig. Man wartet wahrscheinlich auf das, was da am Donnerstag kommt, nachdem die Arbeitsmarktdaten zunächst mal für Beruhigung gesorgt hatten. Ich hoffe, Sie gehen beruhigt in diesen Feierabend und sag Servus und Ciao.